Die Offshore-Windkraftanlagen gesehen und was mich daran immer fasziniert ist, wenn man mal zurückblickt, wie ist das entstanden? Da muss man sagen, das ist ja nicht nur durch die Techniker gekommen, das ist auch nicht durch die Politiker gekommen, sondern das waren eigentlich Leute, die bei Veranstaltungen waren Ende der 80er Jahre und gesagt haben, wir legen mal 500 Mark in Windenergie, in Bürgerwindenergieanlagen an. Daraus ist eine Riesenindustrie geworden. Wenn man jetzt hier in jede Steckdose guckt, da kommen 25% erneuerbarer Energiestrom raus. Das ist aus diesem Geld geworden. Das heißt, es ist eine Strömung geworden, wo man wirklich sagen kann, aus Geld kann auch was Gutes werden. Nach 5 Jahren Finanzkrise muss man das vielleicht besonders betonen. Und das kann man natürlich auf der Messe Grünes Geld auch sehen, was daraus werden kann, was vielleicht auch in 10 Jahren daraus werden kann. Ecoreporter.de, was ist das genau? Was steckt dahinter? Wir sind eigentlich nur ein paar Journalisten, die irgendwie mal dazu gekommen sind, 1999 schon eine Messe zu grünem Geld zu machen. Und wir bieten dort Platz für Aussteller, die wirklich sagen, wir machen ethische, ökologische, nachhaltige Geldanlagen. Da soll eine Rendite bei rauskommen, man soll das Geld nicht verschenken, man soll keinen Verlust erzielen, aber es soll eine vernünftige Rendite sein, die liegen im Moment so zwischen 4% und 7%, manchmal ein bisschen darunter, manchmal einen ganz kleinen Schluck drüber. Das Wichtige dabei ist, es sollen Produkte sein, die da angeboten werden, die ordentlich sind. Das sind nicht diese abstrakten Geldanlagen, die man aus der Finanzwelt kennt, sondern das ist die Windkraftanlage, die hier ein paar Kilometer entfernt stehen kann. Es kann auch ein Forstinvestment sein, es kann auch ein soziales Investment sein. Sie sagten gerade, wir sind auf dem richtigen Weg. Sie haben gerade die 25% aus der Steckdose erwähnt. Wo sind jetzt die Hürden? Wo sehen Sie vielleicht Probleme in der Zukunft? Wieso geht es nicht schneller voran? Ich glaube, dass vielfach das Geld fehlt für richtig gute Projekte und dass in Deutschland die Risikokapitalfinanzierer fehlen, die in Projekte reingehen, die vielleicht noch nicht ganz so marktreif sind, die vielleicht auch mal in soziale Projekte reingehen. Und das Erstaunliche dabei ist immer, dass man dann im Rückblick sieht, oft funktioniert gerade sowas und dann wird es irgendwann Mainstream und dann wird es übernommen, dann wird es schon schwieriger, damit Geld zu verdienen. Aber wenn man im Moment schaut, es gibt ganz viele interessante Projekte, die Geld brauchen und die das Geld auch mit guten, sicheren Zinsen zurückzahlen. Die Bürger sind da, die Geldanlage Angebote sind da, es fehlen manchmal die Politiker, die sowas unterstützen. Hier haben wir die Möglichkeit, in einer offenen Plattform darüber zu sprechen. Wo können wir Sie hier finden? Wir sind morgen in der Rotenbaumchaussee. Da ist die Messe Grünes Geld im Curio-Haus. Das Ganze ist kostenfrei. Es gibt 30 Fachvorträge. Es gibt eine Podiumsdiskussion zu christlicher Geldanlage, ein großes Thema zu Nachhaltigkeit, zu Klimaschutz auch. Von 9.30 Uhr bis 18 Uhr in der Rotenbaumchaussee mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, im Curio-Haus. Wir dürfen nicht viel Werbung machen für draußen, aber es sind ein paar Plakate angebracht, man wird es also sehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn jemand vorbeikommt, weil da kann man sagen, mit der Geldanlage kann man einmal den Beitrag zum Klimaschutz leisten und dann kann man das auch 5 Jahre arbeiten lassen. Man muss nicht 5 Jahre selbst daran gehen. Herr Weber, ich danke Ihnen für die kleine Vorstellung des Projektes.